Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Session Dingo Trash mit Mara. Hallo Mara. Woo! Hey! Nice! Wir schauen uns die Filme an, die wir als Kind hoffentlich nicht gesehen haben. Das ist laut. Viele von euch haben vielleicht tolle Klassiker gesehen, wie der König der Löwen oder Bernhard und Bianca und all das, aber es gibt wahrscheinlich ein paar traurige Gestalten von euch, die stattdessen die Produktion der wunderbaren Filmer Dingo gesehen haben. Ja, eine fast in Vergessenheit geratene deutsche Produktionsfirma, die Trickfilme auf ähnlichem Niveau gemacht haben. und wir haben, ja, mittelgroße Freude, uns diese anzuschauen. Und heute geht es weiter mit dem nächsten Kapitel. Ja, wir haben jetzt den König der Tiere heute. Und zwar schöner König der Löwen-Trash erwarte ich mir zumindest davon. Ich bin auch immer sehr gespannt, die Kommentare unter diesen Dingo-Watch-Togethers zu lesen. Weil da hast du dann immer so verirrte Leute, die plötzlich sagen, was? Das hatte ich früher. Ich dachte, das ist der echte Aladdin. Das sind sehr schöne Kommentare unter diesen Dingo Pictures VODs. Das freut mich immer zu lesen, wie wir alte Traumata hochholen können. Auf jeden Fall. Wir machen so ein bisschen Traumatherapie, denn hier könnt ihr euch das Ganze mit uns nochmal zusammen anschauen. Denn ihr könnt euch den Film komplett hier angucken bei uns im Stream. Müsst nicht nebenbei irgendwas anmachen oder so. Und dann können wir da reinstarten. Und natürlich, wir kennen ja mittlerweile schon einige Dingo-Filme. Wir haben ja hier und da schon auch Kontakte zu den Verantwortlichen geschlossen. Aber wir kennen natürlich mittlerweile auch, was da so passiert. Deswegen habe ich wieder es mir nicht nehmen lassen, ein Dingo-Bingo zu starten. Ah, perfekt. Und zwar, wir haben es ja, wir haben es ja zu tun mit dem König der Löwen quasi. Das darf man, glaube ich, sagen, dass hier Inspirationen in gewisser Weise vorliegen. Und ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Interpretation. Ja, die haben die Rechte von den Anhängen von König der Löwen vielleicht gekauft. Das kann gut sein. Wir gucken mal, was sie daraus machen oder ob sie das Erbe mit Füßen treten. Wir schauen mal rein. Ich habe ein Dingo gemacht, diesmal mit 9 Feldern, damit ich eine Chance habe. Ich muss leider dich noch mal ganz kurz anpassen. Anscheinend bist du sehr laut, aber ja. Ich habe ein Feld gemacht mit 9 Feldern auf jeden Fall. Wir können die mal zusammen durchgehen. Du kannst ja mal selber sagen, für wie wahrscheinlich du das Ganze halten lässt. Ja. Auf Platz Nummer 1 habe ich, alle Löwen sehen gleich aus. Wie meinst du das jetzt? Na, es ist dass keiner eine Mähne hat oder wie? Es ist natürlich nicht so leicht, bei Sortieren dann irgendwie die Charakteristika rauszuarbeiten. Das ist natürlich immer, da braucht man innovatives Charakterdesign. Deswegen glaube ich, werden wir durch den gesamten Film große Schwierigkeiten haben, die Löwen auseinanderzuhalten. Das ist meine Prophezeiung. Ja, ich weiß, ja, es kommt drauf an. Also meinst du auch, die haben aber schon Mähne und keine Mähne? Also das haben sie schon? Das kann schon sein. Ich glaube aber, da wurde viel gecopy-pasted einfach. Also ich kenne ja von Dingo dann diese klassischen Massenszenen, wo 4 Vögel singen und alle sehen exakt gleich aus. Ich befürchte, dass das Ganze heute wieder stark wird. Auf Platz Nummer 2 habe ich wirre Erklärungen, warum die Löwen herrschen. Das muss natürlich immer Teil eines jeden König der Löwen sein, den Kindern zu erklären, warum gibt es denn überhaupt einen König, warum dürfen die Löwen denn die anderen Tiere fressen? Da hat man sich jetzt beim Disney-Original entschieden, das mit dem Circle of Life zu argumentieren. Auch noch nicht ganz klar, warum die Löwen dann die fressen können und die anderen werden dann zu Gras und verstauben. Aber ich glaube, das haben die Kinder damals. Die werden ja alle zu Gras, das ist ja der Sinn davon. Ja, aber warum dürfen dann nur die Löwen die Gazellen fressen und nicht andersrum? Weil die Gazellen. Weil es ist technisch kein Kreis. Es ist ein relativ gerader Strich. Den Löwen oben und allen anderen unten. Aber gut, wir schauen mal, ob vielleicht der Löwenkönig. Naja, wenn der Löwe stirbt, dann wird er auch wieder zum Essen für die Gazelle. Ich glaube, sowas sagt er irgendwie. Ah, okay, das ergibt natürlich Sinn. Dann haben wir natürlich wahrscheinlich Timon und Pumba irgendwie mit drin. Ich habe sie jetzt mal Pimon und Tumba genannt, weil sie wahrscheinlich nicht so ganz ans Original ran. Das erwarte ich auch. Also ich glaube nicht, dass Simba Simba heißt, sondern irgend so ein ganz anderer Name auch. Ja, Simon oder irgendwie sowas. Einfach also so. Irgendwie Tim oder so. Dann habe ich gesagt, Pimon und Tumba reimen, anstatt lustig zu sein. Weil ich habe langsam so ein bisschen das Gefühl, bei Dingo Pictures haben wir immer so die lustigen Figuren, sind die, die reimen. Anstatt, dass sie wirklich lustig sind, ist es einfach so, ich weiß nicht wie sie heißt, Henriette Haas oder sowas, die das alles geschrieben hat. Ich ist der Humor primär aus dem Reimen heraus. Auf Platz 4 natürlich der obligatorische sexy Vogel, klar.
in der Mitte des Ganzen, und da freue ich mich drauf, weil wir haben natürlich auch immer ein Auge geworfen oder ein Ohr geworfen auf die Synchronisation. In der Mitte habe ich schlecht gespieltes Knurren, / Brüllen. Das erwarte ich auf jeden Fall. Also das sage ich safe. Und ich sage auch, was safe dabei ist, wir haben fast in jedem Film diesen komischen, diese alte Stimme gehabt. Oh ja. Weißt du, die immer selber, die immer selber alte Stimme. Die erwarte ich auch. Diese sehr gedrückte Fresh Dumbledore-Stimme, auf die ich mich sehr freue. Es ist natürlich immer so das Ratespiel, welche Figur kriegt die Stimme? Wer wurde von Werner gesprochen, der mal wieder rüber gewunken wurde, um hier mal schnell was aufzunehmen. Dann, vierbeinige Tiere haben keine vernünftige Laufanimation. Ich glaube, es ist nicht leicht, vier Beine zu animieren, so dieses Galopp-Trab-System, wie ist das genau? Deswegen, glaube ich, haben wir auch viel einfach schieben oder einfach wackeln und bewegen. Darauf freue ich mich. Ja. Dann natürlich auch immer ein Klassiker, die Musik. Meine Prophezeiung ist, wir hören dieselbe Musik mehr als dreimal. Also egal, Hintergrund. Ah, so meinst du das? Ich dachte, du meinst es so, dass jetzt die Musik aus Aladdin dann nochmal verwendet wird oder die Musik aus In einem Land vor unserer Zeit. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube aber einfach, dass wir irgendeinen Musiktrack einfach häufig hören werden und ich sage mehr als dreimal. Mehr als dreimal, okay. Ja. Dann haben wir Gegenstände, die nicht in die Tierwelt passen. Das ist mir nämlich auch schon bei den Dinos aufgefallen und hat mich sehr geärgert, dass wir aus irgendwelchem Grund da Plattenspieler haben und so Kram. aber noch nur das eine, das war jetzt Interpretation. Ja, also meinst du, der Simba hat da so ein Telefon oder wie? Ja, ich glaube, dass die so ein Furby haben oder irgendwie so eine Telefonzelle und sich gegenseitig anrufen. Also irgendwelche Gegenstände, die nicht reinpassen. Der Bär hat einfach so einen Besen und kiert natürlich einfach. Und natürlich auf Platz 9 der obligatorische merkwürdige Bildausschnitt. Also irgendwo sind Figuren abgeschnitten links, wir haben einen merkwürdigen Rand rechts irgendwie. Das Bild selber bewegt sich innerhalb des Bildes, also irgendwas in der Richtung, da bin ich mittlerweile abgehärtet. Muss es aber immer und immer wieder anprangern. Ich habe so das Gefühl, Florentin, dass da heute sehr viel dabei sein könnte, denn man merkt vielleicht, dass wir jetzt auch schon ein paar Filme hinter uns haben. Was haben wir gemacht? Wir haben In einem Land vor unserer Zeit geguckt, wir haben Aladdin geguckt und wir haben die Mäusepolizei geguckt. Ne? Das waren die drei. Und ich finde, da hat man jetzt schon so langsam so ein Gefühl, dass man gutes Bingo zusammenstellen kann. Und ich glaube, du hast gute Chancen. Okay, das freut mich, dass du. Im letzten Mal habe ich ja sehr, sehr wenig getroffen bei der Mäusepolizei. Da habe ich nur 2 von 9 Feldern getroffen. Ich hatte nur eine Tierart, ist klar böse, und eine Maus schaut gierig auf Käse. Das hatte ich da entdeckt. Ansonsten hatte ich gar nichts. Aber mal gucken, wie viel ich dieses Mal kriegen werde. Ich muss nur gucken, kann ich jetzt hier überhaupt reinmalen? Ah ja, okay, perfekt. Ich kann reinmalen. Okay, gut. Dann können wir starten. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr hier live im Stream einfach angucken. Und dann bin ich bereit für Der König der Tiere aus dem Jahre 1994. Das war die Glanzzeit, so die 90er. Oh ja, das war richtig gut. Sagt mir gerne im Chat, wie das von der Lautstärke her ist. Das war aber auch schon so die Hochzeit, ne? Also ich glaube, da hatten die schon so ein paar Filme draußen, hatten sich schon so ein bisschen warm gelaufen, die Mikros liefen heiß. Und da haben wir jetzt vielleicht die Perle, Der König der Tiere. Ich bin auch gespannt, ach so, du hast das gar nicht reingeschrieben. Uns wurde ja immer noch dieser Waschbär versprochen, ne, der irgendwie das Symbol ist für Dingo, dieser komische Wayu oder Wabu oder sowas. Wabu, wie heißt der nochmal? Ja, genau, sowas. Wabu? Ja. Wabu kann gut sein, ja. Der Wabu. Ich bin sehr gespannt, ob der jetzt hier vorkommt. Würde sich ja anbieten, vielleicht so ein Waschbär im Dschungel. Gucken mal, ich blende es mal hier ein. Wo habe ich denn das Zeug? So, jetzt müsstet ihr auch was sehen. Okay. Und bist du bereit? Es geht ja immer direkt los, ne? Also wir haben keine Intros, wir haben kein Studienlogo, sondern so. Es geht direkt los, also schaltet, macht euch bereit. Los geht's! Okay. Let's go. Der König der Tiere. Yes! Das sind wir doch schon. Oh. Guck mal, da haben wir sie doch schon. Da, aber guck ist mal. Sehr nah am Original, oder halt. Schildkröte! Lange Zeit schon lebten die Tiere im Dschungel friedlich zusammen. Ist das schon sexy? Ich weiß es nicht. Ziemlich harter Schnabel. Natürlich das an. Das Krokodil! Liegt da wie so eine halbe Schlange.
Arme! Gespielten Affen. Das Nilpferd, das immer schlafen wollte. Okay, Bildausschnitt, würde ich sagen, haben wir schon geklärt. Damals, oder? Ja, ja. Die majestätischen Elefanten. Majestätisch, ja. Durchaus. Okay, da wird jemand angegriffen. Den geschwätzigen und eitlen Papagei. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Ja, die Figur kommt mir auch bekannt vor. Die Giraffe. Den musikalischen Pelikan. Ausgerechnet Bananen, Bananen, die esse ich mit dir. Die behäbige Schildkröte. Was? Bananen esse ich mit dir? Das flinke Erdhörnchen. Den vernaschten. Das ist nicht ein Eichhörnchen? Der isst Donuts, oder was? Die hinterhältige. Der ist so ein schöner Honigwabe. Hast du das gesehen? Der Bär ist schon wieder an den Kühlschrank gegangen. Das melden wir dem König. Genau. Okay, wir haben schon mal eine Sonnenbrille, bin ich schon mal kluge stocksauer. Schlange? Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Fallersleben. Was? Fallersleben? Hast du Fallersleben-Zitat auf deiner Liste? Den klugen und stolzen ich hab, König. Ah, ich hab nur Schiller, scheiße. Den Löwen. Und wie überall, wo so viele unterschiedliche Leute zusammenleben, gab es auch bei den Tieren ab und an Streit. Hunger. Ich hab solchen Hunger. Hey, lass mich gefälligst in Ruhe. Wir haben auf der letzten Dschungelversammlung beschlossen, dass du keine Erdhörnchen mehr fressen darfst. Halt dich gefälligst daran. Okay, gut. Wir haben schon mal das Thema, wer darf wen fressen und mit welcher Rechtfertigung. Sehr gut. Friss gefälligst wen anders. Ich jedenfalls stehe unter dem Schutze des Königs. Und das war doch gerade so ein Knurren, oder? Ich ziehe an den Amazonas. Ja. Der hat doch nur zwei Beine. Die Musik kenne ich auch. Die Musik hatten wir schon. Ja, ja. Das ist von der Mäusepolizei am Anfang. Und die Affen kamen sich des Öfteren Du bist jetzt der nervigste Dschungel der Welt. Auf jeden Fall. Da muss mal so ein Löwe durchgreifen. Da müssen mal ein paar von weg, sage ich. Ja. Man kann ja nicht in Ruhe schlafen. Mittagsruhe ist nur von 13 bis 15 Uhr und es ist schon längst nach 15 Uhr. Guck mal, da ist immer wieder Deutschland. Ist das ein deutscher Dschungel? Ja, auf der Versammlung wurde entschieden, wer wen fressen darf. Also alles sehr ordentlich, auf jeden Fall. Nicht zu machen, Baldrian. Die Versammlung hat beschlossen, dass wir nur zwischen 13 und 15 Uhr... Ah, den kennen wir doch auch, oder? Die Stimme. Ja. Eine Hängebrücke? Was ist denn das für eine Tierwelt? Ja, die sind schon ein bisschen fortschrittlich. Aber auch Liebe traf nicht immer auf Gegenliebe. Wo sind die Löwen? Die kommen gleich noch. Ich will die letzten 10 Minuten nervenden Tiere sehen. Gehst du heute Abend mit uns aus, Marie? Ihr spinnt wohl! Guck doch mal in den Spiegel! Mit solch hässlichen Gestalten kann ich mich nun wirklich nirgends sehen lassen! Schisch! Da fliegt er einfach wortlos wieder weg. Doch dem Löwen, der weise und gerecht war, gelang es meistens, den Streit zu schlichten. Du wolltest also schon wieder was. Oh, yes. Ja, da hat aber jemand ein bisschen abgeschrieben, oder? Bei dem Charakterdesign. Du bist doch weggelaufen. Wir hatten aber beschlossen, dass du das Erdhörnchen in Ruhe lassen sollst. Es hat genauso ein Recht zu leben wie du. Wo mir aber Erdhörnchen so gut schmecken. Nichts da. Ich kann ja auch nicht jeden fressen, auf den ich Lust habe. Was ist der Wellensitz hier im Hintergrund? Du es in Ruhe, verstanden? Ja, aber... Yes. Gut gebrüllt, Löwe. Schick's mir. Ah ja, die Brillenschlange, sehr gut. Was hast du da gesagt? Nichts, ich habe nur laut gelesen. Shakespeare. Shakespeare! Princess weiß doch jeder! Love? Shakespeare! Das ist mir zu hoch. Da komme ich nicht mit.
Oh, diese Laufanimation, das ist einfach das Beste. Wenn man ein bisschen Musik hat und man muss sie überbrücken, dann so lass einfach ein Tier Tag laufen. Für Tag, Woche für Woche und Jahr für Jahr. Okay, also es sind alles Vegetariertiere, oder wie? Niemand darf überhaupt jemanden sich daran erinnern, das ist dass es jemals anders gewesen war. Stimmt, das war doch bei dem Dino-Ding auch Thema, oder? Wer andere Fragen haben, eines Tages hörte der Löwe, wie sich die Affen, Fritz und Franz, untereinander stritten. Fritz und Franz. Ja. Normalerweise stritten sie immer mit anderen. Aber ich glaube, wir sind nicht so weit weg von dem Kind, das Tim heißt. Gib das sofort her, das habe ich gefunden. Stimmt gar nicht, ich habe es zuerst gesehen. Was ist denn hier los? Warum streitet ihr plötzlich miteinander? Und außerdem, es ist Mittagsruhe. Wartet noch eine Stunde, dann könnt ihr wieder kreischen. Aber das ist mir! Franz hat mir es weggenommen! Ist nicht wahr! Ich habe es gefunden! Wollt ihr endlich still sein? Yes. Immer alle werden angebrüllt, also, das ist die Lösung. Was ist denn so wichtig, dass ihr... Noch eine, geh weiter! ...zurückmachen müsst. Gib mal her! Nein, das gehört mir! Haben die den Ring gefunden? Billig, so brauche ich Gewalt. Goethe. Na schön, aber ich will es zurückhaben. Das ist doch... Das ist wirklich der Humor für Kinder, wirklich. Gar nicht. Da lachen sich die Kinder schick. Goethe, famos, ja. Das war doch hinten einfach so. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Das ist ein Diamant, den du da gefunden hast. Hast du gehört? Er hat gesagt, dass ich ihn gefunden habe. Also gehört ist das der Arkenstein, ja. Halt deinen dummen Mund. Wir müssen sofort eine Versammlung einberufen. Was wollen Tiere denn mit Diamanten? Warum ist das ein Ding? Da bin ich jetzt aber sehr gespannt. Also wir haben jetzt schon zwei Plots. Wir haben einmal vegetarische Tiere und Diamanten. Versammlung. Sie liebten Versammlungen. Yes, zweites Mal die Musik. Ja, das ist ein absoluter Dingo-Klassiker, diese Musik. Was sagt der? Den checke ich noch nicht so ganz. Der ist doch aus Bambi, oder nicht? Der wurde einfach abgebaut. Ja, die sind irgendwie von überall her, so ein bisschen. Nachdem endlich Ruhe. Okay, da hinten, der ist aus dem Dschungelbuch. Den Diamanten. Auf unserem der schwarze Panther. Ist eine Diamantenmine entdeckt worden. Staatsgebiet? Bagheera, genau. Ich hab sie entdeckt. Nein, ich. Es stellt sich also die Frage, was sollen wir tun? Da fragst du noch, wir werden die Diamanten ausgraben und dann werden wir alle reich. Wir werden reich. Habt ihr gehört? Wir werden alle steinreich. Ich werde lauter Diamanten tragen. Ohrring aus Diamanten, ein Diamantenhalsband, ein Diamantenring, ein Diamanten. Ey, was Wolfgang M. Schmidt zu diesem Film sagen würde. Ich bin alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad. Ja, das ist klassische Kapitalismuskritik, wie wir es gesehen haben. Ja. So vielleicht wird er auch noch zitiert gleich von der Schlange. Überlegen wir genauer. Die Diamanten liegen in einer Mine unter der Erde. Das bedeutet, ihr müsst arbeiten, um die Diamanten herauszuholen. Na und? Dann arbeiten wir eben mal einen Tag. Nicht einen Tag, sondern viele Tage, Wochen, Monate lang werdet ihr arbeiten müssen. Einen Tag würde ich schon mal arbeiten. Aber viele Tage? Nee, das will ich nicht. Und außerdem, wir müssen Bäume abholzen, damit wir eine Straße bauen können. Bäume abholzen kommt nicht in Frage. Wo sollen wir denn dann spielen? Es gibt wirklich genug Bäume hier. Manchmal stehen sie mir richtig im Weg. Die Tiere diskutierten hin und her, überlegten und stritten sich, bis die Brillenschlange meinte, Reichtum und Pracht währt oft nicht länger als eine Nacht. Altes Dschungelsprichwort. Hä? Was ich meine, ist Folgendes. Wenn wir hier Diamanten abbauen und geschmückt wie die Pfingstochsen herumlaufen, dann spricht sich das sehr schnell herum. Dann dauert es nicht mehr lange, bis die Menschen kommen. Und dann ist es mit unserem Glück vorbei.
Ah, es gibt Menschen. Ah, okay. Lucrezia hat recht. Gut zu wissen. Wenn die Menschen in den Dschungel kommen, sind wir ihnen im Weg und sie machen Jagd auf uns. Aus dir machen sie Handtaschen und Gürtel. Euch beißen sie die Stoßzähne aus. Aus dir machen sie Dosensuppen. Und euch werden sie in Käfige einsperren und in einen Zoo stecken. Die machen Schildkröten nochmal. Ach ja. Oh doch, dir schneiden sie den Schwanz ab und machen einen Rasierpinsel draus. Oh, die Argumente der Schlange überzeugten die Tiere. Sie beschlossen, dass alles so bleiben solle, wie es war. Und damit keiner auf dumme Gedanken käme. Ah, aber irgendeiner fängt es doch an, die auszugraben. In die Nähe der Diamantenmine zu gehen. Alle Tiere waren wahrscheinlich der schwarze Löwe oder so. Das ist ein schwarzer Panther. Das ist Bagheera. Oh, bewegen, immer die Sachen, die sich bewegen. Das ist der ganze Film immer. Musik mit sich bewegenden Tieren. Ja, die müssen jetzt mal alle wieder in alle Richtungen, soll das wahrscheinlich heißen. Die verteilen sich wieder. Und das muss man ja mal eben zeigen, sonst versteht man nicht. Sonst denkt man, die sitzen ewig im Rad zusammen. Ja, der Papagei wollte am ehesten die Diamanten, ne? Ich dachte, der schwarze Panther. Nur einer konnte sich mit der Entscheidung beschäftigen. Der Panther wurde von Tag zu Tag unzufriedener. Der Wunsch nach Macht und Reichtum nagte immer stärker an ihm. Alter Reaktionär, immer diese drei Vögel, immer andere. Die Zeichen der Zeit nicht. Wenn ich König wäre, ich würde das ganz anders machen. Okay, also das soll Scar sein. Er beschloss, dass etwas geschehen müsse und rief die hinterhältigen Geier zu sich. Unser Geier sind König die ist jeglichem Fortschritt gegenüber feindlich eingestellt. Und er will uns in Armut und Unterdrückung halten. Hundesohn! Bei mir wäre das alles anders. Ihr müsst mir helfen, König zu werden. Was bekommen wir dafür? Ihr werdet meine Geheimagenten. Du heißt 001 und du 002 und du 003. Na ja, Bokassa. Geheimagenten, das ist ja schön und gut. Bokassa? Aber wie zahlt sich das aus? Na, Kralle, meine ich. Ihr bekommt jeder so viel Diamanten, wie ihr auf einmal tragen könnt. Die könnt ihr dann alle Marilyn schenken. Ihr sollt mal sehen, wie schnell sie mit euch ausgeht. Marilyn wird euch nachlaufen. Klingt überzeugend. Bei was? Überzeugend. Das ist Marilyn? Die Geier waren einverstanden und versuchten, die Tiere gegen den Löwenkönig aufzuhetzen. Der Papagei ist Marilyn? Unser König ist ein Tyrann. Ich hab keine Ahnung. Er unterdrückt euch. Die Geier haben sie ja nicht mehr alle beisammen. Wir sehen die gleichen drei Szenen immer und immer wieder. Wenn du Bokassa zum König willst, wirst du reich und mächtig. Lass mich bloß in Ruhe. Da sehe ich dich ein bisschen, Florentin, oder? Ja, doch, so ein Nilpferd schön in der Badewanne. Die ganze Zeit in der Badewanne. Lass mich doch in Ruhe. Und sie liebten ihren König. Jetzt bin ich gespannt, wie die Geier da nach dem Diamanten graben sollen. Wehe, die haben Bagger. Wehe, die haben Bagger. Die Flossen wieder. Eines Tages kam die Löwenkönigin zum Löwen und erzählte ihm, dass sie ein Baby bekomme. Oh ja. Jetzt kommt endlich unser Protagonist zur Welt. Stellt euch vor, ich werde ein richtiger Vater. Dingo-Fan so synchronisiert, ist wirklich das Beste der Welt. Ja. Der Löwe war glücklich und so aufgeregt, dass er sich nicht mehr richtig um die Tiere und ihre kleinen Sorgen und Nöte kümmerte. Er wurde ziemlich unkonzentriert. Als das Nilpferd wie jeden Tag zu ihm kam, um sich über die lauten Affen zu beschweren, meinte er: Ja, ja, ist ja gut. Du darfst das Erdhörnchen fressen. Der ist ja komplett verrückt. Was? Spinnt er? Moment, er gibt die Prinzipien auf, weil er ein Kind kriegt. Er ist ganz verwirrt. Viel Krach, wenn andere Leute schlafen wollen.
Der will einfach jetzt nur noch, dass alle gefressen werden. Aber was hilft ihm jetzt, das Hörnchen zu fressen gegen die lauten Affen? Ich glaube, der ist einfach verwirrt. Baldrian stört andere beim Schlafen. Hey, das ist gut. Das ist immer eine ganz verwirrte Musik im Hintergrund. Der Panther witterte die Chance, auf die er schon so lange gewartet hatte. Er schickte die Geier los, um die Unzufriedenheit der Tiere noch mehr zu schüren. Merkt ihr denn nicht, dass der König von Tag zu Tag verrückter wird? Der irre König! Irgendwie ist er etwas merkwürdig in letzter Zeit. Und glaubt Schildkröte hat nicht beizutragen. Sehr, was für ein Geräusch macht der Schildkröte. Diamantmine zu gehen, weil er den ganzen Schatz für sich behalten will. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht übertreibt ihr da ein bisschen. Aber weil der Löwe immer öfter falsche Entscheidungen fällte, glaubten die Tiere schließlich den Geiern. Die Brillenschlange Lucretia, die Beraterin des Königs und der Königin, merkte, was vor sich ging und versuchte, den König zu warnen. Das geht vorüber. Warte nur, bis unser Kind da ist. Dann freuen sich alle und werden das Baby genauso lieben wie mich. Die Botschaft höre ich wohl, allein es fehlt der Glaube. Güte. Die Brillenschlange blieb skeptisch. Cool. Und sie hatte recht. Nicht nur, dass der Panther die Tiere gegen den Löwen aufhetzen ließ, er versprach außerdem, ihnen alles zu erlauben, was sie sich nur wünschten. Hunger. Wir laufen den ganzen Tag. Wenn ich König bin, darfst du Erdhörnchen fressen, so viel du willst. Darf er doch jetzt auch schon? Ich das wurde ihm doch gerade erlaubt. Wenn es war das Nilpferd. Maul mit Pflaster zu kleben. Ach so. Ja, versprochen? Wenn ich König bin, dürft ihr spielen und Krach machen, wann immer ihr wollt. Echt? Wenn ich König bin, darfst du schlafen, wann immer du willst. Die Affen werde ich in ein Gefängnis sperren. Das ist gut. Schlaf. Er belügt alle, ich verstehe. Wenn ich König bin, darfst du dich mit so viel Diamanten behängen, wie du tragen kannst. Diamonds are the girl's best friend! Oh, holy shit. Nur bei das war creepy. Lucretia versagte er. Sie ließ sich durch nichts bestechen. Heinrich, mir graut vor dir. Goethe. Verschwinde, Bokassa. Ich bin königstreu. Das wird mein neues Lieblingszitat. Musik von der Stimmung einfach so willkürlich. Ist das jetzt ja, das ist wohl ich gerade. Wir haben halt nur ein Lied. Das Löwenbaby war zur Welt gekommen. Oh mein Gott. Es hat einen großen Kopf. Als hätte der König es gehabt und die Tiere hätten die Lügen und falschen Versprechungen des Panthers vergessen. Jeder wollte den kleinen Löwen streicheln. Sieht der lieb aus. Die Nase ist ein bisschen weird, oder? Das ist unser Held. Ich werde ihm zeigen, wie ein Purzelbaum geht. Ich werde ihn auf meinem Rücken spazieren tragen. Dann, ja, da ist er. Er kann seine Felle davon schwimmen. Doch da entdeckte er, dass das Leben mit vielen glitzernden Diamanten spielte. Schaut genau hin! Der Löwe betrügt euch! Er behält die Schätze des Dschungels für sich! Und uns hat er verboten, die Diamanten auch nur aus der Ferne anzuschauen! Stimmt doch gar nicht! Er hat gesagt, ihr könnt die ausgraben, wenn ihr die wollt. Es ist halt Arbeit. Aber das ist doch nur, weil Robin etwas zum Spielen braucht. Das ist doch eine Ausnahmesituation. Ja, du lagst mit Tim wirklich sehr nah dran. Keine Ausnahmesituation, Robin. Auch nicht für einen König! Wo er recht hat, hat er recht. Wenn ihr mich zum König macht, wird es keine Ausnahmesituationen mehr geben. Dann bekommen alle etwas von dem Reichtum ab. Schickelt alten König heißt Bokassa soll der König sein. Schickelt alten König heißt sein. Wie bitte? Das eine Tier heißt Bokassa und das andere heißt Robin. Warum heißt der Bösewicht so wie Mufasa? Ach, Bokassa? Aber Mufasa ist doch der König. Ja, das ist der gute eigentlich.
Er wendet sein Argument an. Das Löwenbaby verstand nicht, was los war und lachte freundlich. Gerade noch rechtzeitig bemerkte der Löwe, wie eine Klapperschlange nach dem kleinen Löwen schnappen wollte. Der Löwe schlug mit der Pranke nach der Schlange. Die aber drehte sich blitzschnell um und biss zu. Oh, oh nein. Ich bin zu schwach, um euch zu schützen. Flieht, flieht, soweit ihr nur könnt. Er hat einen durchgezogen. Kommt nicht in Frage. Wir lassen dich hier nicht zurück. Es wird Bokassa ein Vergnügen sein. Die Reaktion seiner Frau. Kommt nicht in Frage, du stirbst jetzt hier nicht. Art. Altes Dschungellied. Ich werde dir helfen. Ich habe ein Gegengift in meinem linken Backenzahn. Das hilft. Zumindest wirst du wieder gehen können. Schickt den alten König heim! Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Ihr wolltet Bokassa zum König. Ihr werdet es noch zutiefst bereuen. Wer nicht geht zur rechten Zeit, den bestraft das Leben. Gorbatschow. Oder was, Conny? Sei es drum. Gerade gegen was? Traurig zog die Löwenfamilie davon. Was? Nein! Das ist Soraya, das ist Soraya. Soraya, oh Soraya. Oh Soraya. Das ist von Aladdin. Aber jetzt ist er irgendwie doch wieder gesund. Nur die treue Brillenschlange begleitete sie. Sie mussten recht langsam gehen, da der Löwe von dem Schlangengift noch sehr, sehr schwach war. Ach so, ja, gut. Hä, aber was? Guck mal, der Kopf von dem Sohn ist größer als von den Eltern. Also er hat jetzt seinen Königsposten aufgegeben, weil er durch die Schlange so schwach war. Ja, keine Ahnung. Oder weil die den alle nicht mehr wollten? Weiß ich auch nicht. Das Leben war recht beschwerlich in der Wüste. Die Löwen jetzt sind sie auch in der Wüste. Da taucht gleich wirklich Soraya auf. Der Löwe war sehr resigniert und brummte nur immer vor sich hin. Was hab ich denn falsch gemacht? Warum haben sie mich verjagt? Was hab ich denn falsch gemacht? Es war nichts mehr, mit ihm anzufangen. Wenn der kleine Löwe mit ihm spielen wollte, schickte er ihn meistens weg. Komm, zeig mir, wie man auf die Jagd geht. Du hast versprochen. Der kleine Löwe aber dachte, so ist das Leben. Und so ist der Löwe, weil er nie irgendetwas anderes kennengelernt hatte. Diese aber Beine. Schon bald fand der kleine Löwe einen richtigen Freund. Ringo, den kleinen Hasen. Ah, jetzt kommen sie. Du bist neu hier, stimmt's? Was? Simon und der ist doch aus, der ist genau. aus Bambi. Ich bin Robin. Und ich habe noch keinen Freund hier. Und neuen Freund R2D2. Na klar, dachte ich mir, dass du alleine bist. Du siehst immer so traurig aus. Komm, ich zeig dir alles. Gemeinsam durchstreiften sie die Wüste und spielten im Sand. Welche Stimme könnte so ein kleiner Hase haben? Löwen bestand aber nicht lass uns doch mal was machen. Darauf, dass er auch etwas lernen müsse und bat Lucretia, Robin zu unterrichten. Die Brillenschlange war eine gute Lehrerin. Robin lernte rechnen und schreiben und lesen. Eines Tages, Robin quälte sich gerade mit dem großen 1x1 ab, erhielten sie Besuch. Hallo Lucretia, wie geht's? Wie steht's? Denke ich an Bokassa in der Nacht, so werde ich um den Schlaf gebracht. Heine. Wir sehen schon, du hast dich nicht verändert. Aber der da, das muss der kleine Robin sein. Ist der groß geworden? Wer sind die denn? Es waren die Zugvögel, die auf ihrer Reise vom Dschungel in den Norden wie immer bei den Löwen vorbeischauten, um Lucretia und die Löwin über die Situation im Dschungel auf dem Laufenden zu halten. Bisher war der kleine Löwe immer weggeschickt worden, wenn die Vögel vorbeikamen. Er sollte nicht wissen, dass sein Vater so schmählich davongejagt wurde. Los, Robin, der Unterricht ist vorbei. Geh zu Ringo spielen. Lass gut sein, Lucretia. Ich glaube, Robin ist jetzt groß genug. Er soll erfahren, was passiert ist. Also zuerst mal muss gesagt werden, dass es uns reicht. Wir haben den Schnabel voll. Das war das letzte Mal, wenn du gerade eh da bist. Es wird nicht mehr vor das Mikrofon. Der hat es die Käseverkäuferin. Ne? Zurück. Ja. Wovon redet ihr überhaupt? Ich verstehe gar nichts. Was ist das? Ein Dschungel? Du kannst dich nicht einmal mehr an den Dschungel erinnern? Ach. Naja, du warst ja noch ganz klein. Mann, das haben wir doch alles gerade gesehen. Das müssen wir doch jetzt und nicht nochmal rekapitulieren. Und die Vögel erzählten dem kleinen Löwen von den Intrigen des Panthers und der Vertreibung seines Vaters. Und dann? Was ist das passiert, als Bokassa König war? Oh je, schlimme und fürchterliche Dinge sind passiert. Der Panther hat eine richtige Schreckensherrschaft errichtet. Ihr wart noch nicht außer Sicht, da sprang der Panther vor Freude in die Höhe. Okay. Okay.
Und da ist richtig Party. Ich bin König. Ich bin mächtig. Ich werde reich. Wir beginnen sofort mit dem Abbau der Diamanten. Wir kaufen uns eine Achterbahn und ein Karussell und ein Autoscooter noch dazu. Und ich kaufe mir alle Gummibärchen der Welt. Und ich kaufe mir ein Himmelbärz. Da ist aber gute Laune, würde ich sagen. Aber es kam ganz anders, als die Tiere es sich vorgestellt hatten. Okay, zuerst müssen wir die Arbeit organisieren. Arbeitsbeginn ist um 6 Uhr morgens, Feierabend um 6 Uhr abends. Und der Panther wies jedem Tier eine Aufgabe zu. Die Elefanten mussten eine Straße zur Mine bauen. Ja. Das Rothörnchen musste die Diamanten ausgraben. Mhm. Der Pelikan musste die Diamanten zum Waschen an den Fluss bringen. Reite dich ein, die Arbeiter, Arbeitsfrau, weil du auch ein Arbeiter bist. Das Krokodil und das Nilpferd mussten die Diamanten im Wasser waschen. Das muss doch der Pelikan schon. Nee, der muss ihn nur dahin bringen. Ist mir eingefallen, was man noch machen muss für Arbeitsschritte. Die Affen, weil sie am geschicktesten waren, mussten die Diamanten schleifen und zu Ringen und Halsketten verarbeiten. Der vernaschte Bär wurde zum persönlichen Diener des Panthers benannt und musste für Bokassa kochen. Immer nur Braten, Nebula Pudding. Okay. Die drei sollten alles überwachen. Er hat schon wieder einen Fehler gemacht, siehst du? Natürlich löste der Panther auch keine der Versprechungen ein, die er den Tieren gemacht hatte. Das Gegenteil war der Fall. Das Gegenteil. Baldrian, das Nilpferd, durfte nicht mehr schlafen. Baldrian, sehr gut. Schlafen. Darf nicht mehr schlafen. Okay. Das Krokodil durfte keine Erdhörnchen fressen. Du hast es aber versprochen. Bist du verrückt? Wer soll dann all die schönen Diamanten ausgraben? Die Affen durften nicht mehr spielen und Krach machen. Spielen so viel wir wollen. Wer soll mir dann meine Ringe und Colliers machen? Die einzigen, denen ihre neue Aufgabe gefiel, waren die Geier. Den ganzen Tag beobachteten sie die Tiere und schrieben jede Verfehlung auf. Fritz verweigert die Arbeit. 20 Strafpunkte. Und als 002 hörte, wie das Erdhörnchen zum Pelikan sagte, hoffentlich erstickt der Panther bald an seinen Diamanten. Da schrieben die Geier hocherfreut in ihr Buch. Oh, Freunde. Das hat Konsequenzen. 50 Strafpunkte. Jeden Abend flogen 001, 002 und 003 zum Panther und zerpetzten die Tiere. Und natürlich durfte niemand auch nur einen einzigen Diamanten für sich behalten. Alles mussten sie abliefern. Schon bald reichte dem Panther die tägliche Ausbeute nicht mehr. Das Erdhörnchen ist zu langsam. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Ich habe von Tieren gehört, die Meister im Graben und Erde aufschaufeln sind. Holt sie bei! Die Geier flogen los, um neue Arbeitskräfte aus fremden Ländern anzuwerben. Und tatsächlich, mit falschen Versprechungen gelang es ihnen, eine Gruppe von Maulwürfen als Arbeitskräfte für den Panther zu verpflichten. Ist leicht. Ach, ja, ihr müsst nur ein bisschen aus wie das Erdhörnchen. Ich mache das sowieso immer. Und ihr bekommt einen hohen Lohn. Einen hohen Lohn bekommt ihr nach ein paar Wochen Arbeit, könnt ihr als reiche Leute zurück in eure Heimat kehren. Die Maulwürfe gruben und schaufelten. Was steht da drauf? Aber immer, wenn sie vom Panther ihren Lohn forderten, sagte dieser... Bokassa Mining Corporation. Ihr arbeitet zu wenig, ihr seid zu langsam. Ihr bekommt euren Lohn erst, wenn ich mit euch zufrieden bin. Immer Schafe, Nickersäckel. Ich schiebe den ganzen Tag, ich schaufele. Bist du Italiener oder Franzose? Abend legten sich die Maulwürfe erschöpft auf die Erde und träumten von herrlichen Riesen und Gemüsegärten. Entscheide dich, in welche Richtung du rassistisch sein willst. Französischer Italiener. Immer nur schaufele. Verzweifelter und verängstigter wurden. Auch der Dschungel wurde immer hässlicher. Die ganze Erde war aufgegraben. Uralte Bäume auf Befehl des Panthers hin ausgerissen worden. Ja, was ist mit der Straße? Wofür brauchen die überhaupt? Schon waren nur die Ringe und die Halsbänder, die die Affen fertigten.
Aber davon hatten die Tiere ja nichts. Außer dem Panther und den Geiern natürlich. Hier, Merlin, ein neues Halsband für dich. Vielen Dank. Wer ist denn dieser Papagei? Das raff ich überhaupt nicht. Ja, das ist Merlin. Ja, aber warum kriegt der jetzt alles? Oder die jetzt alles? Ja, weil die Geier stehen ja auf die. Diamonds are the girl's best friend. Zahle das Geld, dann kommt die Braut. Wüstensprichwort. Obwohl, Marilyn hatte schon immer so einen Zora, Charakter. Und warum wären sie meine Güte. Nicht? Zusammen sind sie doch viel stärker als der Panther. Hier kann der Chat das auch noch was lernen. Stimmt das Bewusstsein. Zahle das Geld, dann Karl kommt die Braut, Marx. Leute. Die Tiere haben einfach alle Karl Marx gerade. Panther. Irgendwie bin ich ja schuld an der ganzen Geschichte. Ah, das klingt nach einer Arbeit der Revolution, das muss es nicht losgehen. Wenn mein Vater sich nicht so sehr auf mich gefreut hätte, wäre das alles nicht passiert. Ich muss den Tieren helfen. Quatsch, Robin. Wenn du es nicht gewesen wärst, dann hätte der Panther einen anderen Grund gefunden, die Tiere gegen deinen Vater aufzuhetzen. Du hast keine Schuld. Aber trotzdem, so kann es im Dschungel nicht weitergehen. Wir müssen handeln. Los, Robin, hol deinen Vater. Der kleine Löwe rannte so schnell er konnte zu seinem Vater. Der aber zuckte nur resigniert die Schultern und meinte: Sie haben es selbst so gewollt. Sollen wir sehen, wie sie zurechtkommen. Das ist der Lebensbalken. Robin lief enttäuscht zu den anderen zurück. Er will uns nicht helfen. Er sagt, es geschieht den Tieren nur recht, wenn sie schlecht behandelt werden. Und so mussten sich die Löwin, Robin, Ringo und Lucretia ohne die Hilfe des Königs einen Plan ausdenken. Ich werde einfach mit dem Panther kämpfen und ihn besiegen. Ich bin nämlich schon ganz schön stark. Okay. Ringo kann es bestätigen. Jawohl, ich hätte neulich ganz schön aufs Kreuz gelegt. Oh, heilige Einfalt, Johannes Hus. Quatsch, erstens bist du so stark nun auch wieder nicht und Mann gegen Mann ist sowieso Blödsinn. Köpfchen muss man haben. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Aber was denn? In der allerhöchsten Not bringt der Mittelweg den Tod. Alexander Kluge. Hä? Gift, die typische Waffe der Schwachen. Wir vergiften den Panther. Bis er tot ist? Ich dachte, oder bis was er so schwach ist, dass wir ihn leicht besiegen können. Mal sehen. Und wie kommen wir an ihn ran? Wir müssen seine Geheimpolizei auf unsere Seite bringen. Und die sollen ihm das Gift ins Wasser tun. Süße Häschen. Klar, wir machen die Geier einfach zu Doppelagenten. Ja, wie wollt ihr das denn machen? Wir können doch nicht einfach hingehen und sagen, ihr seid jetzt Doppelagenten. Geheimagenten sind immer bestechlich. Wir müssen die Geier einfach bestechen. Und dann müssen die Geier den Koch des Panthers bestechen, damit der Bokassa Gift ins Fressen tut. Und die Tiere überlegten, womit sie die Geier bestechen könnten. Ein wirklich edler, ritterlicher. Wie wär's mit Diamanten? Ich hab's! Hä? Computer! Wir bestechen sie mit Computern! Nein, komm! O tempora, o mores, o Zeiten, o Sitten, Cicero. Na gut, dann versuchen wir sie eben mit Computern zu bestechen. Tut mir leid, aber ihr müsst noch einmal zurück in den Jetzt wird's albern. Wo haben die denn jetzt Computer her? Reden können. Das sahen auch die Zugvögel ein und sie versprachen, ihr Bestes zu tun. Ja, natürlich, klar. Vor allem die Lösung gegen Korruption ist noch mehr Korruption, Alter. Noch mit noch mehr Bestechen einfach. Das ist die Lösung. Also, das ist ja einfach der beste Plot ever. Klar, was will so ein Geier an einem Computer? Das ist doch völlig klar. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, was das für ein Computer ist. So, jetzt pass auf. Wahrscheinlich ein besserer Computer, als wir haben. Ja. Okay, wir sind beim dritten Mal diesen Song. Ja. Ich brauche ihn noch einmal die Maultrommel. Und irre viel Speicher. So wie ihr hier arbeitet, mit Bleistift und Notizbuch, das ist doch total überholt. Da irre viel Speicher. Aus. Da hat er recht. Ein Top-Spion ohne Computer, das ist auch wirklich zum Lachen. Und die funktionieren auch richtig? Na klar, mit Farbmonitor und Drucker. Aber nur, wenn ich einen für mich alleine bekomme. Recht hat er, wir wollen alle einen Computer für uns allein.
Das ist doch selbstverständlich. Natürlich bekommt jeder von euch seinen eigenen Computer. Hat er auch ein Diskettenlaufwerk? Dann brauche ich nur noch ein Telefon mit 3 Megabyte Speicher. Dann kann ich alle Informationen über die 001 und 002 verfügen, anzapfen. Ich will auch noch ein Modem und ein Telefon. Ich sag's doch, Telefon. Telefon. Wie lächerlich. Was ist das überhaupt, ein Modem? Du kennst doch den 003, der will dich bloß wieder wichtig machen. Lass ihm doch sein Telefon und sein Modem. Na gut, du sollst dein Telefon und dein Modem haben. Oh nein, die arme Oma. Was ist denn Modem? Sag's einfach. Drei Telefone und drei Modem. Hier ist die End. Geht in Ordnung. Und dafür helft ihr uns, den Panda zu vertreiben. Worauf du dich verlassen kannst. Jawohl. Meine Güte. Und die wollen das nicht mal sehen oder so? Wo? Das ist jetzt eine reine Versprechung. Was für ein kompletter Scheiß. Meine Güte, ey. Ey, so lernen Kinder nie, wie Korruption funktioniert. Du musst einen Computer anbieten. Fertig. Euch helfen. Ihr spinnt wohl. Du musst uns helfen, Bokassa zu vergiften. Für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Das ist doch eine Falle. Wenn ich ja sage, dann erzählt diese Musik bei dem Thema, Panther, das ist einfach so. Und der streicht mir meine Honigration. Bestimmt nicht. Hör zu. Wir werden nämlich von unserem alten König, dem Löwen, mit Computern bestochen. Dafür sollen wir dich bestechen. Direkt einfach vergiften. Gesagt. Ja, wir werden so bestochen. Funktioniert. Du bekommst von uns so viele Gummibärchen, wie du willst. Deswegen bestechen wir dich jetzt. So funktioniert in die Natur. Circle of Life. Okay. Die große Bestechung. Oh, ein neuer Song. Oha. Ungeduldig. Yes. Wir sind in der Wüste. Ringo und die Löwin auf die Rückkehr der Vögel. Oh ja. Sie werden sich doch nicht verflogen haben. Zugvögel verfliegen sich nie. Ich sehe sie. Sie kommen. Wir haben's geschafft. Die Geier werden unsere Doppelagenten. Und ihr meint, man kann ihnen wirklich trauen? Dem traue nie, der einmal Treue brach. Shakespeare. Die sind total scharf auf ihren Computer. Die helfen uns bestimmt. Sie warten auf uns an der Grenze zum Dschungel. Ich kann zum nicht Computerland. Ich muss mich um Papa Löwe kümmern. Man kann ihn in seinem Zustand nicht allein lassen. Der kleine Löwe aber, die Brillenschlange und der Hase zogen los. Was ist mit dem Vater? Okay. Das ist von Aladdin. Immer fucking so. Nein, nein, das ist ein anderes Lied aus Aladdin. Das ist von... Das Kamel hat sich bereit erklärt. Und ne, wo am Anfang der Erzähler da sitzt. Ah, ja, stimmt. Oh, da haben sie die... Ja, und setzt euch nieder. Ja, irgendwie so war das bei Aladdin. Die erklären nicht mal im Ansatz, wo sie jetzt diese Computer her haben. Naja, die haben die halt einfach geholt von den Dromedaren, ist ja klar. Dromedare sind dafür bekannt, dass die Computer bauen. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Der Grenze zum Dschungel wurden sie von den Geiern bereits erwartet. Tatsächlich, sie haben die Computer. Kompletter und die Telefone. Her damit. Nichts wo sind denn die Telefone? Erst müsst ihr dem Panther Gift ins Fressen tun, damit er schwach wird und wir ihn vertreiben können. Kein Problem. Ist schon alles organisiert. Wir wollten nur abwarten, ob ihr auch Wort haltet. Kommt schon, 003. Der Bär wartet auf uns. Ich glaube, Marilyn ist die, die am meisten profitiert von allem. Stimmt, ja. Her damit. Der Panther selber hatte ja bis jetzt auch nichts davon ausgemacht. Zuerst musst du den Panther vergiften. Was gibt's denn da jetzt zu essen? Gummibärchen. Gummibärchen, ach so. Kein Problem. Ist schon alles organisiert. Ich wollte nur abwarten, ob ihr auch Wort haltet. Noch ein bisschen Arsen und noch ein bisschen Schlafmittel. Arsen? Und noch ein... Moment, das Gift kommt nicht mal von der Schlange, sondern es raucht er selbst. Ich bin es nicht gewohnt zu warten. Noch einmal eine Verspätung und ich fresse dich ungekocht. Das ist das letzte Mal, dass du mich so rumkommandiert hast. Ist das schon fertig? Ich komme ja. Entschuldigung vielmals. Her damit! Wohlbekommt's! Gift! Du hast mir Gift in mein Fressen wow. getan! Oh, ihr seht!
Alter, ist er wirklich tot? Regungslos lag er auf der Erde. Das ist echt ist vollbracht. Er liegt der erste Dingo tot? Auf dem Boden. Her mit den Gummibärchen. Die Geier gaben ihm die Gummibärchen und flogen davon. Es ist vollbracht. Er liegt bewusstlos auf dem Boden. Her mit den Computern. Und den Telefonen. Die sind da drüben und viel Spaß. Neugierig drang der kleine Löwe in den Dschungel ein. Er war ja noch nie hier gewesen und alles war sehr neu. Computer, Datenautobahn. Das ist also Bokassa. Oh, ja. Was machen wir jetzt mit ihm? Tötet ihn! Tötet ihn! Zwei Seelen wohnen acht in meiner Brust. Goethe. Doch nein, wir sind keine Barbaren und Mörder. Dann vertreiben wir ihn eben. Genauso wie er uns vertrieben hat. Wie denn? Er ist doch bewusstlos und kann nicht gehen. Ratlos schauten sich die Tiere an. Ich hab's. Wir setzen ihn auf ein Floß und das Floß auf den Fluss und bis er aufwacht, ist er schon ganz weit weg. Vielleicht sogar schon auf dem Meer. Und dann? Was einem Todesurteil gleichkommt. Also. Aber das ist nicht mehr unser Problem. Damit müssen sich dann andere herumschlagen. In Windeseile hatten die Elefanten aus Baumstämmen ein Floß gezimmert. Langsam trieb das Floß mit dem Panther den Fluss hinunter. Ey, das ist ein bisschen creepy. Hey, jetzt erkenne ich dich erst. Du bist der Sohn unseres Königs. Unser König ist zurückgekommen. Der König ist zurückgekommen. Endlich darf ich wieder schlafen. Wo ist denn unser König? Er ist immer noch nicht richtig gesund. Aber das ändert sich bestimmt, wenn ihr ihn wieder zum König macht. Sag ihm, wir wollen alle, dass er zurückkommt. Ich gehe sowieso zurück in die Wüste und dann kann ich auch gleich Bescheid sagen. Ihr seid gut. Alle sehr nett, haben wir das auch. Und erzählt dem König dann auch noch mal, was jetzt hier vor sich gegangen ist. Nochmal genau im Detail. Das dritte Mal Soraya. Ich brauche entweder die Maultrommel oder Soraya nochmal. Und was machen wir mit der Mine? Die wird geschlossen. Für immer. Ja! Ja, 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 ja! Das wird dir mal Maulschrammel! Auch die Maulwürfe näher gekommen. Sehr gut. Wer seid ihr denn? Ihr wart noch nicht hier, als ich weggegangen bin. Das sind unsere Gastarbeiter, würde der Panther sagen. In Wirklichkeit waren sie richtige Sklaven. Sie mussten Tag und Nacht für Bokassa schuften. Damit ist nun Schluss. Ihr seid frei. Wenn ihr wollt, könnt ihr wieder nach Hause zurückgehen. Ihr könnt aber auch bleiben, wenn ihr Lust habt. Ich verspreche euch, für uns müsst ihr nicht schuften. Na, ich schicke sie nach Hause. Ich mache auf für die erste Pizzeria in die Dschungel. Schmeckt wie bei die Mama mit diesen Tortellini, Rigatoni, Carbonara, Tarantelle, Spaghetti al Forno. Ja. Und Honigpizza und Tiramisu. Es war aber nicht mit der Panther, der uns herumkommandiert hat. Die Geier waren fast genauso schlimm. Und sind vielleicht immer noch gefährlich. Mhm. Ihr müsst sie ebenfalls besiegen. Die sind schon besiegt. Und tatsächlich. Da, schau dir doch das an. Da hat 003 doch tatsächlich auch mich ausspioniert. Jetzt baue ich dem 001... Das ist meine WoW-Gilde. Ein Virus-Ein... An das Passwort kommt nicht mal 002 ran. Ja, jetzt muss er... Ja, genau. Wir kehren jetzt noch zurück. Und die Geier sind verloren im Cyberspace. Das war's, ja.
Endlich trafen auch die Löwin und der Löwe im Dschungel ein. Da haben sie nochmal alle Geräusche abgespielt, wirklich. Ja. Der ist auch von Aladdin, der tanzt auch am Anfang so. Meinen Vater nehmen. Er ist immer noch etwas schwach und die lange Reise hat ihn doch sehr angestrengt. Aber in ein paar Tagen geht's ihm bestimmt schon viel besser. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen war wieder alles überhaupt nicht mitgemacht. So, und jetzt geht's wieder von vorne los. Der Panda geht wieder zurück. Ja. Die Affen haben die Mittagsruhe gebrochen. Sie haben um 14.07 Uhr einen Höllenlärm gemacht. Stimmt das? Der ist ja schlimmer als die Geier, die alte Pätze. Das war das letzte Mal, dass ihr die Mittagsruhe nicht eingehalten habt. Verstanden? Ah, es ist alles wieder beim Alten. Da sind wir wieder. So geht Regieren. Ich werde dir von jetzt an alles genau zeigen. Denn wenn ich alt bin, musst du es an meiner Stelle tun. Ich habe also im Grunde einfach nur brüllen, Leute. Seit ich so viele Könige habe gesehen. Béranger. Ja. Hä? Ich denke, wir haben beschlossen, dass der König von nun an gewählt wird. Natürlich dürft ihr euch euren König selbst wählen. Aber es ist doch wohl was? Klar, dass ihr meinen Sohn wählt. Wo kommt oder? Das denn her? Na klar. Also los. Regieren wir. Oh, ah, der okay. Kamerablick! Alles ist gut! Oh, sehr gut! Ah, Georg! Oh, guck mal, jetzt wirklich so mit Bild daneben! Oh, ich bin Nicole gespannt Simon. Auf das Test jetzt! Hanna Kandler! Ach, das sind die Größen der deutschen Synchronszene. Der gute Dirk! Der Dirk Regenbogen! Na, natürlich, der Armin hat die gute Marilyn gesprochen. Der Drogert natürlich. Jean Binach hat den Bären gesprochen. Georg Feils, international. Georg das Nilpferd. Ja. Armin Drogert. Armin ja. In einer Doppelrolle. Herma Rutke. Ich glaube, exakt den Namen hätte ich für die Schlangensprecherin auch gegeben. Ja, Ludwig, das lässt er sich nicht nehmen, ne? Also den zu sprechen. Alvine Ickert, Alvine komplette Ickert. Familie mit dabei, sehr gut. Stefan, der Affe, Peter natürlich mit dabei, Gesomkes Peter oder Klaus. Haben wir schon den... Armin Dogart! Armin was? Und Rosita Haas natürlich. Wer sonst könnte solche Songs schreiben? Die Schreibe erkenne ich sofort. Musik. Red Forster und Ludwig natürlich wieder. Produktion, Mediakonzept. Oh, da hießen die doch gar nicht Dingo, glaube ich, ne? Ja, das kann sein. Oder? Ja, hießen erst anders, glaube ich. Ja, das könnte sein, das ist. Oh, okay, und diesmal darf ich das allererste Mal verkünden. Dingo Bingo! Ich habe die untere Reihe voll mit dieselbe Musik mehr als dreimal. Gegenstände, die nicht in die Tierwelt passen und merkwürdiger Bildausschnitt. Perfekt. Verdient erstes Mal ein Bingo. Dankeschön. Was wurde nicht abgehakt? Wir hatten nicht alle Löwen sehen gleich aus. Okay. Wir hatten keine wirre Erklärung, warum Löwen herrschen. Da hatten wir gar keine Erklärung. Wir hatten kein Pimon und Tumba. Nichts dergleichen. Und leider, ganz bitter, auch kein sexy Vogel leider. Ja gut, aber Marilyn war schon ein bisschen... Ja, das stimmt aber du schon. Willst du immer den Vogel haben, der quasi keine Federn an hat? Ich will schon ein bisschen Haut sehen, muss ich schon sagen. Aber, also, was für eine Story, ey. Also... Ja. Also, mein Hauptkritikpunkt an allen Dingo-Filmen bisher ist, dass unsere Protagonisten... zu wenig Einfluss auf die Handlung haben und vor allem hier waren sie nicht mal anwesend, als der Bösewicht besiegt wurde. Sie hatten eine Idee in der Wüste, schicken die Vögel, die machen dann alles im Dschungel und dann kommen sie zurück, wir haben gewonnen. Achso, ich dachte, der kleine Löwe wäre der Protagonist, oder nicht? Oder meinst du ja, genau, aber der war ja nicht mal anwesend. Die hatten ja nur die Idee, schicken die Vögel los, die machen das dann, der Bär braut Gift, vergiften den. Die Protagonisten hatten nur die Idee.
hat nichts an der Umsetzung teil, haben sich nicht in Gefahr begeben, gar nicht. Also ja. Was für ein Schwachsinn. Ja, ich habe auch nicht so ganz verstanden. Also am Anfang sagte ja dann die Brillenschlange, ja, so im Sinne von, wenn wir dasselbe machen wie der Panther, dann sind wir schlecht, also wir dürfen dir jetzt nicht Gewalt antun oder irgendwie so. Stattdessen bestechen wir die mit Computern, was dann natürlich auch naheliegend ist. Vor allem bei den Diamanten wird ja noch erklärt, okay, die werden gefunden, die müssen ausgegraben werden. Bei den Computern hingegen, nö, die sind einfach da. In der Wüste liegen die rum. Und auch einfach dann, er ist verwirrt, weil seine Frau schwanger ist, deswegen trifft er schlechte Entscheidungen. Was? Warum das denn? Ja, weil der war so aufgeregt und hat alles durcheinander geworfen oder keine Ahnung. Das war für mich ganz schwach und auch, dass er dann noch von der random Giftschlange, die davor und danach nie wieder auftaucht, gebissen wurde und deswegen verjagt wurde, ist ja gar nicht nötig. Du kannst ja einfach den Bösewicht intrigieren lassen, weil wir haben ja gesehen, es gibt Widersprüche in der Gesellschaft, nicht alle können gleichermaßen zufrieden sein, die Affen wollen spielen, das Nilpferd will die Ruhe, da kann ja einfach der Panther da irgendwie Zwietracht säen, ohne dass man sagen muss, ja, der ist jetzt verwirrt, weil seine Frau schwanger ist. Kompletter Schwachsinn. Die Schlange Ex Machina einfach auch gar nichts, nie wieder danach. Im Chat wird gesagt, das war ein Seitenhieb von Frau Ickert an Herrn Ickert. Also meinst du, die tragen da so ein bisschen ihre Eheprobleme innerhalb von König der Tiere aus? Ah, ja, Mann, Dingo ist eine eigene Dimension, ja, das stimmt. Aber auch unklar, wenn ich mir immer denke, für wen werden diese Filme gemacht? Wir haben einmal super alberne Affen, hihihi, und dann aber hier Fallersleben und Shakespeare-Zitate, die kein Kind jemals verstehen oder also was soll das denn? Ich habe auch noch nicht so ganz also warum sie halt überhaupt Diamanten brauchen. Also das Einzige machte Sinn bei den Geiern, dass sie damit irgendwie diese Papagei-Dame für sich gewinnen können, was ja dann irgendwie auch nicht geklappt hat oder keine Ahnung. Aber was jetzt der Panther mit den Diamanten will, wurde mir jetzt auch nicht so ganz klar. Ja, also sie haben immer gesagt, sie wollen sich schmücken oder sie wollen sich dafür Sachen kaufen. Aber vor allem, sie finden ja die Diamanten und dann sagt der König, ja, wenn ihr die Diamanten haben wollt, dann müsst ihr hart arbeiten, um die auszugraben. Und dann sagen die Tiere, ja, nee, dann nicht. Und sobald der Panther an der Macht ist, setzt er dann gewaltsam durch, was sie ja eigentlich dann doch wollen. Sie wollen ja doch an die Diamanten. Es ist so. Ich glaube, die wollen Diamanten nicht, aber weil der Panther denen die ganzen Sachen verspricht, graben sie dann für ihn die Diamanten aus. Was aber auch irgendwie. Aber am Anfang wollten sie doch auch alle die Diamanten haben. Und jeder hat gesagt, oh, dann würde ich mir das kaufen. Und am Ende müssen sie dann doch noch verführt werden, um die Diamanten zu wollen. Er kann ja einfach sagen, hey, ich habe irgendwie tolle Technik, durch mich geht's ganz einfach, der König belügt euch nur, der will die nur für sich haben. Also das ist so merkwürdig. Ganz strange. Ja, vor allem dieses Krokodil ist ja die ganze Zeit gearscht. Ne? Es darf am Anfang schon das Eichhörnchen nicht fressen, das Erdhörnchen, dann am Ende darf es auch nicht fressen. Also das kriegt ja nie, was es will. So das Nilpferd hat ja dann wenigstens am Ende noch manchmal seine Ruhe und die Affen dürfen spielen und sowas alles, nur dieses Krokodil. Ja, das ist ein bisschen gearscht. Ja, auch unklar mit diesem, dürfen Tiere jetzt Tiere essen oder nicht? Und vor allem ja das Essen, das dann vergiftet wird, war ja auch ein gebratenes Hühnchen. Also essen Tiere jetzt dann auch Tiere normal? Und warum? Das war vielleicht Marilyn. Warum darf dann? Oder Agent 004, man weiß es nicht. Es ist so merkwürdig. Ergibt alles keinen Sinn. Ja, aber wo würdest du den Film jetzt einordnen? Jetzt verglichen mit Aladdin. In einem Land von unserer Zeit. Also es war leider sehr wenig Plot, sehr viel rumgelaufe, mit den Computern absoluter Schwachsinn. Also ich muss sagen, die Dinosaurier haben mir ein bisschen besser gefallen, weil sie noch weniger Sinn ergeben haben. Ich glaube, er ist bei mir auf Platz 2. Aladdin war so ein Crap, der ist auf Platz 3. Ja, ich glaube, Aladdin ist allein schon auf der ungeschlagenen 1, weil halt diese Lieder da noch so drin sind, mit den Texten stimmt. Auch. Ja. Also Teppichfliegen ist logisch und ökologisch oder was? Oder 100% ökologisch das und logisch. Schon. Das war halt einfach ein Kassenschlager, der ist im Ohr geblieben. Teppichfliegen, das ist logisch, genau so. Also Aladdin ist bisher auf der 1, aber ich muss sagen, also für mich ist das hier auf der 2. Weil ich bin des Sultans Tochter und wenn ich frech bin, kocht er. So, das waren einfach
Das habe ich mir immer noch gemerkt. Das war einfach großartig. Schade eigentlich, dass jetzt bei König der Löwen keine Lieder waren, wo ja in der Vorlage so viele tolle Songs drin waren. Komisch eigentlich. Ja, vor allem, ja. Und dann zwischendurch dann aber auch einfach so Musik, wo du denkst, du bist irgendwie in der Disco dann plötzlich. Also auch eine ganz, ganz wilde Mischung an Musikstücken. Ja, was sagt der Chat? Ist eure Nummer 1 auch Aladdin? Ich sehe ein bisschen, die Mäusepolizei wird auch noch hochgehandelt. Ja, aber ich muss sagen, die war so strange. Ja, weiß ich nicht. Also hier musste ich allein schon lachen wegen dieser Computer-Storyline und so. Also das Computer, war schon, dann der italienische Franzose, der ja vollkommen ohne Sinn und Zweck auftaucht, nur um am Ende nochmal Tortellini, Pizza, Lasagne zu sagen, ohne Sinn. Gar keinen Sinn. Ohne, dass der jemals vorgekommen ist. Also wirklich, einfach ist es nicht erklärbar. Entweder wurden da gewisse Storystränge rausgeschnitten, oder man dachte sich, ah, guck mal, Udo kann wie ein Italiener reden. Lass den doch hier so ein Erdmännchen sein mit Baskenmütze. Ja, das okay. Also auch schon von der Tierart irgendwie, dass man sagt, Maulwürfe haben irgendwas mit Italienischen zu tun. Das macht da irgendwie gar keinen Sinn. Überhaupt nicht. Ach so, italienische Gastarbeiter deshalb? Ach so, ja gut. Da hatten die Kinder vielleicht damals in den 90ern andere Sachen. Ganz, ganz strange. Ja, Also ja. Ja, das könnte schon sein, dass es daher kommt. Ich weiß auch nicht so ganz, wo Roswitha Haas jetzt ursprünglich herkam. Kann natürlich sein, dass es so aus einer Gegend kam, wo so viele italienische Gastarbeiter waren und dass sie dann gedacht haben, ah ja, klar, liegt nahe, versteht jeder. Ja, klar. Ja, die Extended Version würde ich mir angucken, sage ich ganz ehrlich. Ach, ganz, also auch, also moralisch natürlich komplett kreuz und quer. also erstmal zu sagen, die Lösung gegen eine korrupte Geheimpolizei ist, die weiter zu bestechen, mit mehr zu bestechen und dadurch dann einfach auch den Oberhaupt zu vergiften. Ah, der wird dann natürlich nicht umgebracht, sondern halt einfach auf dem Meer ausgesetzt. Cool. Aber das wär auch noch so ein Plot-Twist gewesen, dass sie den dann wirklich so mega gewalttätig abstechen oder so ja steinigen oder so, wo du denkst, was geschieht hier? Also, ja, so ein Quatsch. Und dieses aus der Ferne, wir versprechen ihnen Computer, dann machen sie es, dann bringen wir die Computer. Also ganz, ganz merkwürdig so. Dass nicht die Tiere irgendwie selber einen Aufstand machen. Warum kommt denn nicht der Prinz zurück und sagt, jetzt hier, euch geht's schlecht, erhebt euch gegen den Panther und so, ihr könnt euch gar nichts kaufen mit den Edelsteinen, ihr arbeitet für jemand anderen und so. Nee, wird alles nicht angesprochen, sondern nee, besticht die einfach mehr und dann passt schon so. Ja, das ist die Moral von der Geschichte. Man hat so ein bisschen natürlich die Parallelen gesehen zu König der Löwen, wo du auch dieses Königspaar hast und Simba natürlich dabei und Scar als Bösewicht, der die drei Hyänen hat und da so ein bisschen. Naja, gut, aber warum stirbt denn der Vater dann nicht zumindest? Das ist doch der Dreh- und Angelpunkt von König der Löwen. Ja. Dass halt der Simba halt die Verantwortung übernehmen muss. Hier ist es, am Ende ist alles wieder vor und ja, irgendwann mal bist du auch König so. Warum kann er nicht sterben? Vor allem dann noch am Ende dieser ganz weirde Twist, ja, jetzt dürft ihr wählen, wer der König ist, ja, aber ihr wählt meinen Sohn. Ja. Ansonsten schreie ich euch an. So eine Fake-Monarchie. Also auch, warum denn, also so verquer, warum denn dann überhaupt das Thema aufmachen, wenn es dann doch nicht so ist? Also. Was für ein Quatsch. Wunderschön. Ja, die Schlange hat die Idee, lass ihn uns vergiften. Und dann muss der Bär das Gift selber brauen. Also, warum denn dann nicht die Schlange direkt? Ist doch so naheliegend. Ja, Chat sagt's auch. Die dachten sich 1994, worauf könnten die Geier Bock haben? Diese Computer. Das ist doch der neueste Schrei. Mit einem Modem. Ja. Mit einem AOL. Ja, vor allem, wie sie dann in ihren Höhlen sitzen, soll das dann so ein, guck dir die dämlichen Nerds an sein? Oder ist es dann, also, oder was ist da der Hintergrund? Warum gerade Computer? Dass die dann, also macht man sich über die lustig? Haha, die Weirdos jetzt mit ihren Computern? Ich hab's Nein, ich glaube, sie haben so ein bisschen, weil sie ja vorher immer alles aufgezeichnet haben, die ganzen Notizen gemacht, dass sie sich dann überlegt haben, was könnte man den Geiern geben, was dann so Next Level für die wäre, sodass sie digital ihre Notizen machen können. Aber dass dann rauskommt, dass die sich gegenseitig irgendwie gehackt haben oder bespitzelt.
Interessant. Und viel zu viele Figuren immer, ey. Wirklich, diese 100 Figuren, die dann auch alle nicht reden. Wir hatten die Ente auf der Schildkröte nicht dabei. Die Giraffe sagt nichts. So viele Tiere, warum denn den Aufwand? Warum nicht mal ein paar Figuren ausarbeiten? Ach, anstatt immer diese. Ich glaube, da wollten sie einfach so das Dschungel. Die haben hier so ein bisschen auch Dschungelbuch und König der Löwen gemischt und wollten halt einfach dieses Dschungelgefühl im Sinne von: ja, das sind ganz viele verschiedene Tierarten und da muss man natürlich auch mal zeigen, was man so malen kann. Und haben dann alles gezeichnet, was sie so konnten. Ja, einerseits denke ich mir so, ja, dieses Dingo-Ding, das richtet sich wirklich an Kleinkinder. So, guck mal, da ist der Bär, guck mal, da ist das Krokodil. Aber dann hast du halt so Fallersleben-Zitate drin, wo halt dann wirklich die Kinder dann auch sagen, naja gut, aber der war ja 1800 schon nicht mehr aktuell. Ne? Also was soll ich jetzt damit? Das ist ja dann schon echt merkwürdig. Aber ich finde es immer wunderbar. Also es ist immer wieder ein bisschen vorhersehbar auch, also im Sinne von der komischen Dinge, die passieren werden, aber auch immer eine Überraschung. Auf jeden Fall. Man weiß nicht so wirklich, was einen erwarten wird bei der Storyline. Nee, man kann den Wahnsinn nie völlig vorhersehen. Also das mit den Computern hätte ich nie erraten. Nie. Auf gar keinen. Also das kam wirklich völlig aus dem Nichts. Aber es macht immer großen Spaß und natürlich dieses kleine Häschen mit der Fresh Dumbledore-Stimme ist mein absolutes Highlight. Also wer auf die Idee gekommen ist, dieser Figur diese Stimme zu geben. Fantastisch. Fantastisch. Das ist halt, was sagt der Chat hier? Wer gesagt, es ist halt einfach gemacht für euch beide und sonst für niemanden. Naja, für euch alle noch, die zugucken. Ich glaube, ihr hattet auch, immer wenn ich zwischendurch auf den Chat geguckt habe, waren alle am Lachen oder haben gesagt, what the fuck, wo habe ich denn hier gerade reingeschaltet? Also die zwei Reaktionen waren da. Und ich glaube, das sind auch die zwei Reaktionen, die man eigentlich erwarten kann, wenn man einen Dingo-Film anschaut. Roswitha Haas hat endlich ihr Publikum gefunden, nachdem sie jahrzehntelang Kinder traumatisiert hat. Und jetzt endlich kommen wir hier an. Ich bin gespannt, was wir noch haben. Es gibt ja noch diese Sporttiere, glaube ich. Ne? Ja. Und dann gibt es ja noch diesen Wambo. Es gibt diesen komischen Waschbär. Stimmt, den haben wir ja gar nicht gesehen, diesen Babun-Waschbär. Genau. Es gibt auch noch, es gibt Balto, also diesen Hund. Es gibt 101 Dalmatiner, Teil 1 und Teil 2. Also es gibt locker 20, 30 Filme. Also wir müssen gucken, was wir davon natürlich auch alles frei verfügbar finden und zeigen können, aber ich glaube, wir sind noch nicht durch. Nee, da haben wir noch einiges vor uns, Florentin. Da können wir uns noch auf vieles freuen. Und Jan ist das Schweinchenbaby, ja. Das kannst du auch mal in Creepcheck vielleicht mit Janis gucken. Ja, bestimmt. Laden wir uns einen Gast ein. Ja, aber vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat großen Spaß gemacht. Ja, und wir sehen uns. Wir müssen jetzt natürlich auch selber erstmal in die Erholungsphase gehen, nochmal zurück ins Eisfach und uns wirklich reinigen von diesem Erlebnis. Auch diese ganzen Musikohrwürmer aus unserem System rausarbeiten über lange Zeit. Aber eines Tages wird es weitergehen mit mehr Dingo. Und ich freue mich drauf. Ja, ansonsten geht's Sonntag weiter mit unserer Herr der Ringe-Besprechung. Ne? Also auch hier nochmal an der Stelle gesagt, falls ihr das nicht mitbekommen habt, wir besprechen im Moment sonntagabends wahrscheinlich immer die neueste Folge von der Herr der Ringe-Serie. Also falls ihr da auch noch Lust habt, die erste Folge 1 und 2 haben wir schon besprochen, zusammen mit Anton auch noch mit dabei, ist bei YouTube hochgeladen. Schaut da gerne rein, sagt eure Meinung. Und dann geht's am Sonntagabend weiter. Ja, auf dem VOD-Kanal von Mara auf YouTube findet ihr das Ganze. Und Sonntag sehen wir uns. Bis dahin, mach's gut. Mara, hab noch einen schönen Abend. Du streamst jetzt direkt weiter, also kann ich die Leute zu. Nee, ich mach jetzt eine Pause und ich komme dann später nochmal online. Aber wir sehen uns. Mach's gut. Okay. Ciao. Ciao, ciao. So. Freunde. Mara hat einen YouTube-Kanal, ja, absolut richtig Kickleben. Ausrufezeichen YouTube, kommt er dahin. Da findet ihr auch die ganzen anderen Dingo-Filme, die wir schon geschaut haben. 3 an der Zahl, auch absolut fantastisch. Vor allem Aladdin zu empfehlen. Ich habe auch hier, ich muss mir nur mal so ein bisschen die Zitate angucken. Dieses Zitat mit Heinrich hat mir sehr gut gefallen, weil das so völlig out of the blue, so what the fuck. Weiß noch jemand das Heinrich-Zitat? Heinrich so nicht, oder? Wieso? hat mich emotional berührt. So, und ich gucke jetzt mal. Ja, von Goethe. Heinrich, mir graut's vor dir. Ja, genau. Heinrich, mir graut's vor dir. Absolut, absolut poetisch. Ich schicke euch mal zu Nils Bohmhoff live. Ach, der macht Rust.
Nils Boom of Life ist in Rust unterwegs. Und das letzte Mal, als ich gesehen habe, war er Bürgermeister. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich glaube, zwischendurch gab es eine Revolution oder keine Ahnung. Ja, ich wollte auch bei Rust mitmachen, aber ich glaube, ich schaffe es jetzt doch nicht mehr zeitlich diese Woche. muss schön das Best-of noch schneiden. Meine Güte. Heinrich, mir graut's vor dir. So, ich möchte einige Zitate hiervon jetzt demnächst auf allen Plattformen sehen, wo man mich findet. Meine Güte, danke schön an alle, die gesubbt haben. Ich hatte das hier zwischendurch ausgeblendet, damit die YouTube-Mäuse nicht quieken wegen des Rauschens. Aber es wurde einiges hier gesubbt. Vielen Dank an alle. Und ich muss mal schauen, ob ich morgen Abend nochmal einen Stream mache. Wenn, dann wäre der recht spontan. Schaue ich nochmal. Ansonsten sehen wir uns Sonntagabend, wie gesagt, zur Herr der Ringe-Besprechung. Habe ich auch wieder große Lust drauf, da die nächste Folge auseinanderzunehmen und das möglichst objektiv, obwohl natürlich alle subjektiv sind, wie Sau zu besprechen. Habe ich Lust drauf. Viel Spaß bei Nils, bestellt ihm schöne Grüße und macht's gut. Ciao.